So, moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen LS15 Video hier vorerst im Singleplay. Und ihr seht schon, das ist eine andere Map. Und zwar wird das Projekt jetzt dann Farm in the USA heißen. Und dazu haben wir uns mal die OGF USA Map hergenommen. Im letzten Livestream am Sonntag ja schon mal grob angeguckt. Und auch schon mit Etsu zockt und mit JD86 gesprochen. Da werden wir auch einiges auch mal im Multiplayer mit nebenbei machen. Aber ich dachte, ich mache da auch ein bisschen was im Singleplay, weil mir das echt ganz gut gefallen hat. Und dazu fangen wir jetzt hier komplett neu an und schauen mal, wie weit wir da kommen. Das erste sieht man schon hier, es gibt hier die Map Bible Objects, dass man sich so nach und nach, wenn man Geld verdient hat, Sachen dazu kaufen kann. Das kann man jetzt natürlich auch ausschalten, dann ist gleich alles da, aber wir machen das natürlich mit kaufbaren Objekten. Zack. So, ihr seht, wir sind hier komplett am Anfang. Spielstufe ist schwer, wenn schon, denn schon. So, als erstes gehen wir hier und machen die Zeit auf normal und das Pflanzensterben aus. Das ist so. So, jetzt machen wir als nächstes, wir verkaufen alle Maschinen. Weil wir starten dann quasi sozusagen nackig. So, jetzt ist nichts mehr da. Geld ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, 200.000, dann werden wir am Anfang noch ein bisschen mieten müssen. Wir haben auch Schulden, ja, und zwar auch noch 150.000, die könnte man jetzt schon fast zurückzahlen, aber wir müssen uns ja ein bisschen Maschinen kaufen, also wir kaufen uns jetzt mal einen Traktor. Mietrescher hatten wir einen, den habe ich aber verkauft, weil er zu klein ist, da mieten wir uns dann gleich einen großen. Wir gucken jetzt aber erstmal, dass wir einen Traktor kriegen, weil Traktoren sind relativ wichtig, möchte ich sagen, und da das hier der ist zu teuer, wollen wir gerade den großen nehmen. Ja, die sind alle so teuer, ne? Muss ja auch ein Anhänger zumindest bei sein. Wir werden als erstes anfangen, die ganzen Felder gehören uns, das können wir auch vorher noch mal eben gucken. Ist jetzt alles etwas durcheinander hier, das ist so. Uns gehören auch schon Felder. Und zwar die 1 und die 2, aber die meisten anderen sind schon bepflanzt. Und das werden wir ja nicht in die Tonne drücken. Da fangen wir natürlich an, das zu verkaufen und damit Geld zu machen. Das ist ja ganz logisch. Und dazu fangen wir auch unten an der 14 gleich als erstes mit an. Das ist ein riesengroßes Weizenfeld. Da haben wir gestern auch schon im Livestream kurz zum Gucken ein bisschen mit angefangen. Das dreschen wir als erstes ab und verkaufen dann den ganzen Weizen. Und mal gucken, was uns das an Kohle schon bringt. Dazu mieten wir uns, wie gesagt, ein paar Sachen zusammen. So, wir gucken mal erstmal, was wir uns mieten. Dann gucken wir mal, was wir hier für Dresche haben. So, da werden wir uns natürlich die großen. Der kann bis 9,70 Meter. Gucken wir, dass das mit dem Standard ist, weil da wollen wir ja... Das ist im Moment jetzt einfacher mit dem Schneidwerkswagen. Da kommen wir dann hinterher natürlich auch zu anderen. Mal gucken. Hier das große Schneidwerk. Hat 13,70 Meter. Da müssen wir auch natürlich einen Drescher haben. 13,70 Meter. Also das mieten wir auf jeden Fall schon mal. Wir machen erstmal für 6 Stunden. Weil da ist der Schneidwerkswagen jetzt gleich dabei. Das wird im Verlauf des Let's Plays, haben wir da auch andere. Aber jetzt am Anfang... Wenn wir das eh nur mieten, können wir die auch nehmen. Und dann mieten wir uns den gleich noch dazu. Auch für 6 Stunden. So, dann mieten wir uns zum Abfahren. Den habe ich noch gar nicht probiert, den probieren wir jetzt mal. Lassen wir es mal bei Standardfarbe. Auch für 6 Stunden mieten. Dann mieten wir uns natürlich auch einen Auflieger dafür. Mieten. 6 Stunden. So. Einen eigenen Schlepper hätte ich ja schon ganz gerne, ne? Komm, dann nehmen wir noch ein klein bisschen Kredit dazu auf. Müssen wir ja eigentlich können hier. Gehen wir mal dahin. Hat jetzt zwar auch nicht viel gebracht, aber immerhin, das können wir ja relativ schnell zurückzahlen, wenn wir da erstmal die Einnahmen haben.
Ein Schlepper möchte ich ja schon eigentlich relativ fest schon mal haben, ne? Der kostet 211. Aber der muss das eigentlich schon mindestens sein, ne? 211. Na gut, wir fangen erstmal mit unserem John Deere an. Den kaufen wir auf jeden Fall schon mal. Zack. Dann mieten wir uns dazu. Ne. Überladen, also erstmal noch ein Gewicht. Das haben wir hier. Ich fürchte, das habe ich vergessen mit reinzunehmen. Ganz toll. Dann mieten wir uns erstmal dieses hier. Kaufen oder mieten? Das kaufen wir, komm. Mein Blue Eyes Gewicht fehlt noch. Das kommt dann noch nachträglich mit rein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Überladewagen. Den können wir uns sogar kaufen. Der kostet 18.000, das ist okay. Den kaufen wir noch. So, und jetzt werden wir dann die Erntekette mal losjagen. Das ist uns im Livestream schon aufgefallen. Hier der Hof ist natürlich ein klein bisschen eng, aber das werden wir schon hinkriegen. Der LKW ist jetzt von der Textur her nicht so, aber ist ja eh erstmal nur gemietet. Wir schauen einfach mal. Und dann geht das los. Hier mal eben zu dem Schlag hin. Also die Map gefällt mir sehr gut. Viele hübsche kleine Spielereien verbaut. Eine Monster-Truck-Schuh ist da. Der Mixfeeder ist damit drauf. Die muss man nachher noch erwerben. Kann sich mehrere Höfe kaufen. Aber das sehen wir alles im Verlauf des Let's Plays. Bantiku bringt noch immer Spaß, aber so langsam dachte ich, will ja auch im Singleplayer mal was anderes sehen. Also das heißt, dass Bantiku jetzt vielleicht ein bisschen weniger wird. Und dafür ein bisschen mehr USA kommt. Mal auch beides, aber mal wieder mit Vollmelan hier was Neues anfangen. Mal gucken, wie es wird. So, wie gesagt, die Felder gehören uns nicht, aber das wäre jetzt reine Verschwendung, das nicht mitzunehmen. Das wäre doof. So, dann machen wir den schon mal gangbereit. Das Stroh werden wir natürlich hier mitmachen. Und dann, ups, dann werden wir das nachher aber lose erstmal aufsammeln und lose verkaufen. Wir nehmen hier jetzt im Moment jeden Cent mit, den wir natürlich kriegen können. Wir können auch so rum anfangen, ist ja egal. Drescher lassen wir natürlich im Autokombine laufen. Ganz klar. Strohablage für ein bisschen Vorgewende lassen wir aus. So, rechts rum Kreis, das ist alles noch richtig und dann geht das los. Die Strohablage habe ich natürlich nicht ausgemacht. Stopp! Ich sag's noch, ne? So, das war Komma. So, und jetzt ist es aus. Stück zurück und los. Ja. So, dann gucken wir mal, wie sich der LKW hier so macht. Den habe ich
frisch runtergeladen bei Matose. Ist allerdings eine Empfehlung. Kriegen wir dann ihn. Sieht jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Eventuell mal mit anderen Farben. Passt natürlich ganz gut zur USA-Map. Klang noch nicht so ganz. Dann geht das auch mit dem los. Boah, ich sehe gar nichts. Huch. Hä, was ist das für eine Kamera? So, wie ich. Der ist ganz schön schnell. Wichtig ist nachher. Wie viele Kameras hat denn der? Himmel, Herrgott. Wichtig ist nachher, wie der sich mit dem Anhänger macht, wenn er voll ist. Da haben also die Standard-LKW schon leichte Probleme gehabt, wahrscheinlich durch den kürzeren Radstand. Ansonsten werden wir den großen Auflieger, den ich hier benutze, wieder über einen Dolly. Da geht das dann nämlich. Aber natürlich cool, wenn das mit so einem Truck klappt hier. Sound ist ja ganz okay. Boah, Kamera. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir den am geschicktesten hinschauen und dass er stört. Wir lassen jetzt mal hier stehen jetzt. Wenn er stört, müssen wir nochmal wegnehmen. So, dann hier gleich mal das Dach auf. Läuft. Und dann kommt er noch hin. Und dann können wir loslegen. Natürlich nach und nach noch ein bisschen gucken, dass wir doch USA gerade für den Multiplay schauen wir dann da mal. Dass man da noch möglichst ein paar USA-typische Mods findet. Aber auf gewohnte Mods möchte man natürlich auch ungern verzichten. Also es wird zumindest hier im Singleplay wird das so eine Mischung sein. Weil immer ja auch einige Privatmods dabei sind. Bei Etsu zockt und JD86 ist es kein Problem mehr. Die haben für das meiste von Underground Modding auch die Erlaubnis bekommen, die zu nutzen. Also keine Angst, wenn wir da im Multiplayer jetzt ein paar Sachen benutzen, das ist schon alles so abgesprochen. Ich gebe keine Mods so weiter, ohne das mit Underground Modding zu besprechen. Also da braucht niemand Angst zu haben. So, hier schön. Mir gefällt das hier. USA finde ich sowieso nice. Was jetzt natürlich auch cool wäre, wenn jetzt noch der KI-Verkehr so ein bisschen angepasst sein würde. Das geht nicht, das weiß ich, also vom Modder her. Aber so wie bei der Sosnovka. Bestes Beispiel sind wir mit der American Truck Simulator, wo der KI-Verkehr ja wirklich schöne Modelle dabei sind. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht so einfach möglich, das ist ganz klar. So, damit es jetzt im Amerikanischen aussieht. So, Viva la America. Natürlich Zwillingsreifen. Wir nehmen den Überladewagen jetzt quasi im Moment mal nackig.
weil ich habe da drauf noch keine Hard Extension Werkstatt verbaut. Die frei platzierbare will ich nicht unbedingt nehmen, die ist auch mal gucken. Ich möchte mir das dann bei Zeiten schon lieber wieder auf die Map draufbauen. Aber das steht im Moment noch ein bisschen zurück. Wir gucken uns die erstmal an. Solange benutzen wir den Überladewagen halt so, wie er ist. Er tut ja seinen Dienst. Und jetzt fehlt da oben die, ich weiß gar nicht, Leitblech heißt es, glaube ich, ne? Das fehlt jetzt halt, aber es funktioniert auch so. So, nun aber mal hier. Ich fahre noch weiter. Dann können wir derweil immer schon mal gleich gucken, wo wir den Weizen am besten verklopfen können. So, Conserve Silos 343, Continental Grain 377. Also wir müssen auf jeden Fall zur Continental Grain. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Continental Grain ist. Da links bei der 18. Oh, dann fahren wir da den Weizen natürlich auch hin. Ist wohl nicht so weit, das ist in Ordnung. Und dann gucken wir mal, was uns dieses Megafeld hier da schon einbringt. Ich denke, ein paar Dollar, auch wenn da jetzt Euro steht, das wird natürlich dann automatisch umgerechnet, quasi. Weil wir sind ja in den USA. Aber ein paar Dollar dürften da schon bei rüberkommen. Wir wollen ja möglichst bald, ihr kennt mich ja, ich liebe die Viehzucht mit Kühen und so. Und da wollen wir natürlich möglichst bald hin. Erstmal natürlich so einen eigenen kleinen Maschinenpark. Wir werden viel noch mit Mieten arbeiten. Aber Kuhzucht mit Mixfeeder, das ist somit so das erste Ziel, damit wir auch da einsteigen können. Das ist so die erste Map, bei der ich dann aktiv hier in einem YouTube-Projekt mit dem Mixfeeder arbeite. Wir haben das ja schon bei dem Mr. Bone Crusher in Wildeshausen gesehen, wo wir auch bald mal wieder vorbeikommen. Da ist schon ewig mal eingeladen, nur komme ich da leider immer nicht zu, aber da geht es auch weiter. Aber hier ist dann so das erste Projekt, wo ich wirklich aktiv damit arbeiten will. Was ich hier im Singleplayer auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nicht mache, ist das, was ihr jetzt schon in Bantico gesehen habt. Also wir werden hier nicht unbedingt mit Fahrgästen arbeiten, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall arbeiten wir hier nicht mit den 3 Meter Drillen oder 6 Meter Drillen. Hier kommt schon das große Gerät zum Einsatz. Also was jetzt ja quasi aus dem Standardspiel ist. Und dann müssen wir gucken, ob wir das mit den Fahrgästen noch umgerechnet kriegen. Aber ich denke am Anfang, bis wir einen gewissen Stand erreicht haben. Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. An sich müsste man das konsequent durchziehen mit den Fahrgassen, aber ich brauche hier glaube ich nochmal die, wie heißt das Skript? No-Kollisionskamera oder was? Aber das ist immer schwierig dann in Hallen und so. Ich konnte mich mit dem Skript noch nicht so richtig anfreunden. So, wir machen jetzt hier noch weiter. Bis wir dann die erste Ladung abgekippt haben. Und dann werden wir uns auch noch einen zweiten Mähdrescher mieten. Und werden hier noch einen zweiten Mähdrescher mit ins Spiel bringen.
aber dann im nächsten Part. Wir hätten das Feld natürlich vorher noch einmal düngen können, dann wäre der Ertrag noch ein bisschen höher gewesen, aber das können wir, glaube ich, nicht. Solange das Feld nicht uns gehört, können wir das, glaube ich, nicht düngen. Fällt mir gerade so. Das ist immer eine knappe Ecke hier. Gucken, ob der Drescher da gleich Probleme kriegt. Ich hoffe nicht. Ja, viel Kollisionen sind zum Glück nicht verbaut auf der Map, was ich persönlich jetzt auch nicht so schlecht finde. Ich meine, ein paar Kollisionen sind wohl da und ist auch teilweise recht hügelig, aber was ich bisher so von der Map gesehen habe, denke ich, könnte ich mich damit auf jeden Fall anfreunden. Ich hoffe, ihr auch beim Zuschauen. Ja, geben tut's die Map bei Modhoster. UGF USA von Bernie SCS. Das Problem ist jetzt, dass wir, glaube ich, durch die Zwillingsreifen nicht nah genug rankommen. Weil wir halt kein Leitblech jetzt dran haben. Ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass das jetzt mal so gehen muss. So, und während wir hier überladen, kommen wir für diesen Part dann erstmal zum Ende. Ihr könnt mir mal reinschreiben, wie ihr das Projekt findet, ob ihr da Bock drauf hättet, wie ihr die Map findet. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich wie immer schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!